Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu meinem neuen Video. Heute haben wir ja dieses gute Stück von Rossmann gekauft. Das heißt Pupsi Slime Super Prize oder Surprise Set. Surprise Set. Und wir werden das jetzt einmal ausprobieren. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die hier drin versteckt waren. Ich habe das jetzt schon, wir haben das aufgemacht und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, wir haben bei Rossmann Schleim gekauft. Wie heißt das genau? Pupsi Slime Surprise. Ah, Pupsi Slime Surprise Set. Nee, Surprise Einfach Set. Surprise Set. Genau, und das macht die Kleine jetzt auf. Meine Enkelin wird uns zeigen, wie das funktioniert. Ich habe ja keine Ahnung von sowas. Bin sehr gespannt. Nehmt euch lieber was zu essen und zu trinken. Das kann bestimmt lange dauern, könnte ich mir vorstellen. Euro hat das übrigens gekostet. Oha, für Schleim? Ja, Schleim. Dann machst du einfach selber. Kann man selber machen, genau. Ja. Oh, ganz viele Sachen drin. Musst du erklären, was das alles ist? Also das ist Unicorn Futter, das hier auch. Okay. Hier weiß ich nicht, was da drin ist. Und hier ist der Glitzer drin. Okay. Ich hole jetzt einfach von hier raus. Hier sind so kleine Überraschungen drin. Mm. Das ist so eine, was ich mischen muss. Hier ist dieser Pupsi. Also da ist so ein kleiner Schlüsselanhänger dabei. Okay. Mal gucken, welchen du erwischt hast. Vielleicht holen wir lieber alles raus. Eine Liste, was da alles drin ist. Das muss ich beides zusammenmischen. Okay. Oh, das geht noch weiter auf. Hier ist wieder Unicorn-Futter. Also Einhorn-Futter. Das hole ich auch mal da raus. So, das ist das hier. Der Schlüsselanhänger? Ah, der Schlüsselanhänger ist hier drin. Ah, okay. Ein Löffel. Ja, hier sind auch Babys mit am Werk. Okay. Ein sehr langer Löffel. Okay. Hier ist eine Gewitterwolke drauf. Hm. Also, es gibt sehr viele. Was da alles drauf ist, ne? Ja, ich möchte den hier haben. Okay. Den wünsche ich mir. Wollen wir mal gucken, ob dein Wunsch in Erfüllung geht. Ja, dann machen wir den jetzt mal auf. Nein, aber der ist auch süß. Den finde ich richtig süß. Der ist richtig süß. Den finde ich noch süßer als den anderen. Den finde ich auch süß. Die Farbe ist auch cool. Ja, hier unten packt man dann den Slime rein. Ah, okay. Das ist ein kleiner Schlüsselanhänger. Okay. Richtig süß, ein kleines Bärchen. Hier jetzt, das hier war in diesem kleinen Pommes drin. Ah, okay. Das ist das. Ah, das sind so kleine Perlen, die packt man in den Schleim rein. Okay. Gut, dann mache ich das mal auf. Das ist eine KitKat, also der gehört zu KitKat. Okay. Das ist hier auch auf der Verpackung drauf. Mhm. Ah, okay. So, hier drin mische ich den Schleim. Mhm. Weg. Müll. Also hier ist auch noch ein Mischbecher. Ja. Also da packe ich diese Dinger hier rein. Die Kugeln? Ja. Mhm. Ich nehme jetzt erstmal dieses Schwarze.
Mach das auf und füll das komplett erstmal hier rein. Das ist so pink-lila. Ah, da kommt der Schleim schon raus, okay. Das muss man... Ja, Babymaus. Ja, die deuten Keks jetzt, ne? So, ja, dann muss ich noch was zu essen haben. War nicht satt. Oh, nein. Muss man wieder aufsammeln. Das ist alles Müll wahrscheinlich. Ja. Egal, einfach rein. Das ist die flüssige Lila. Habt ihr schon gegessen? Ja. So. Also ich habe noch nicht gegessen, aber die anderen haben gegessen. Egal. Jetzt muss ich das 3 Minuten lang rühren. 3 Minuten. Ja. Das riecht auch so schleimig. Wonach riecht das? Nach Schleim. Wie riecht denn Schleim? Lass mal auch mal riechen. Das riecht muffig und säuerlich. Der Löffel ist echt süß. Ne, Babymaus. Ja, das stinkt nach Schleim. Ist nicht für dich. Da hat sie gerade aus Versehen gekleckert. Ja, gekleckert. Das geht auch wieder weg. Und es wird schon schleimig. Man muss am Ende noch mal 2 Minuten es kurz ruhen. Also wenn 3 Minuten vorbei sind, es erstmal ruhen lassen, damit es nicht klebt. Okay. Und wenn sich das von dem Löffel gelöst hat, dann lasse ich es erstmal 2 Minuten ruhen. Löst sich nicht. Ja. Es wird ein schöner lila Ton. Ja, das wird immer intensiver, die Farbe, je länger du rührst. Und es wird fester, ne? Ja. Es darf ja auch nicht so klebrig sein. Eben. Man kann 2 Schleims machen, weil da ist ja noch so ein weißes Puder, weißes. Mhm. Das Unicorn-Futter, wird auch zum Schleim. Okay. Also es gibt 2 Schleims. Das ist ein Behälter und das hier. Ah, okay. Das habe ich erst noch nicht so richtig kapiert, aber wir haben 2 Behälter. Alles klar. Das sind so kleine Kügelchen. Die sind da drin, die muss man danach zermanschen. Also hier sind so Kügelchen drin, die muss ich, wenn es sich gelöst hat, mache ich das. So pack sie hier rein, muss die Kügelchen erstmal klein stampfen. Es löst sich nicht. Ich glaube, das hier, das, was ein bisschen dickflüssiger war, war Kleber. Und das andere war so Waschmittel oder so. Hm. Also es wird nicht fest. Vielleicht packst du dieses Weiße noch rein, vielleicht ist es dann noch irgendwie. Aber es muss ja erstmal fest werden. Ja. Tja, dann haben wir jetzt ein Problem. Ja. Es ist abgelaufen. Geht so, dass es abläuft oder so? Tja. Löst sich doch einfach. Ach ja.
essen. Schleimwürmig voll. Na, wie Schleim sieht es jedenfalls schon aus. Ja, es wird auch ein bisschen. Okay. Beim Tutorial in dem Video hat sie ja auch so lange rumgedödelt da. Ja. Das hat ja auch nicht geklappt, ne? Nee. Und am Ende war es ja auch genau so, glaube ich. Ja. Als siebter Schritt, nachdem du das nachdem du das reingepackt hast, müssen diese, kommen diese Kügelchen rein. Ja, aber erst wenn das wirklich gut geworden ist, oder? Ich habe jetzt keine Sprachen. Was? Russisch? Also es wird schon. Achso, hier steht drauf, mische den Slime 3 Minuten lang mit dem Löffel, knete ihn mit dem Löffel, bis alles gut miteinander vermischt ist. Nicht schütteln. Lasse den Slime nach dem Mischen 2 Minuten ruhen. Und dann kannst du ihn ja ruhen lassen. Und dann steht er, bearbeitet den Slime noch einmal mit den Händen. Er soll sich weich und dehnbar anfühlen. Muss man die Kugelchen davor noch einpacken? Nee, und danach steht dann, nachdem du das mit den Händen gemacht hast, ziehe an der Folie des Blätters mit den Duftkügelchen, löffel ein paar Kügelchen heraus und gebe sie in den Messbecher. Bewahre den Rest für später, späteren Slime auf. Sind 3 Minuten schon vorbei? Ich denke schon, oder? Ja. Aber müssen ihn ruhen lassen erstmal, also ohne rühren. Dann musst du ihn ruhen lassen. Warte, dann muss ich das erstmal abbekommen. Und dann lassen wir mal 2 Minuten ruhen und dann mache ich wieder ran. Wir haben jetzt den Schleim schon mal angerührt und der sieht jetzt so aus. Den muss ich ja noch benutzen. Jetzt muss der Schleim einmal ein bisschen ruhen, bevor wir dann den nächsten Schritt weitermachen. Ungefähr 2 Minuten. Ja. Jetzt macht der jetzt schon mal die Packung auf. Ich habe Angst, dass das. Kannst du das noch hören? Das darf mich nicht. Danke. So, ne, noch ein bisschen mehr. Danke. Das müsste reichen. Okay, jetzt fülle ich das hier rein. So. Jetzt versuche ich die zu zermanschen. Sieht ja eklig aus, wie so, ja. Wie so Kaviar oder das so. Das riecht aber auch nicht gut. Das riecht so nach Joghurt. Nach Joghurt? Das riecht so nach Joghurt. Ja, das riecht der eine Joghurt. Das riecht nach Joghurt. Das riecht nachher nicht nach Joghurt. Ja, es riecht irgendwie nach Fruchtjoghurt oder da so. Da steht hier, nach was riechen soll. Also, wir haben den blauen. Wenn der blaue ein seltener ist, dann müsste das... Wo ist der blaue? Ist das blau? Kitty Cake. Das ist doch nicht blau, das ist doch Dings. Der hier meine ich. Achso. Ja. Der ist blau. Marshmallow oder Joghurt, ja, er ist Joghurt. Joghurt, also doch Joghurt, Fruchtjoghurt oder so. Ja. Na gut. Ist der schon 2 Minuten gut? Glaub nicht. Lass mal die Kügelchen zerkleinern, glaube ja. Ich. Ja. Zerquetschen. Ja, quasi. Ich habe noch Hunger. Ess doch noch mehr. Doch, ess. Mach dir noch ein bisschen mehr. Es geht nicht so gut. Geht nicht? Ich mache jetzt einfach so. Ja, nimm mal einfach einen anderen Löffel, so einen Küchenlöffel oder so. Ein Küchenlöffel? Ein Teelöffel. Der ist doch scharf, ein bisschen schärfer. Ich glaube, da sind alle oder Perlen weg. Oder einen türkischen Teelöffel, das würde auch gehen wahrscheinlich. Die sind diese kleinen. Wie lange ist das schon einmal ungefähr? Genau, diese. Das ist jetzt schon fast sehr schön. Ich würde auch, das sind 2 Minuten. Die gehen warte, vielleicht besser. Ist es schon durch? Ist schon. Ja? Hat geklappt. Okay. Soll ich jetzt rein? Ich fülle das jetzt hier rein. Mal rein. Aber nicht alles, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Emma, kannst du weiterlesen? Nicht alles, glaube ich, solltest du. Ja, ist eigentlich für später noch war für den nächsten Schritt. Also alles, du
Du kannst alles reinmachen eigentlich. Weil du hast ja auch. Ich habe ja noch einen Schleim da. Ach so, du hast noch einen. Ja, das musst du ein bisschen aufbewahren. So. Aber du kannst auch beides jetzt machen. Okay. Der ist schon ein bisschen fester geworden. Ja, ist ein bisschen besser geworden. Dieses Runen hat's gebracht. Ja. Jetzt wieder. Ja, jetzt ist wieder klebrig. Musst du dann noch mal ruhen vielleicht? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich muss noch ein bisschen rein. So, Mia, du hast genug gegessen? So. Ich soll es unterrühren. Ja. Ich glaube, das ist untergerührt. Ich glaube, dann sollen wir noch mal warten oder noch mal mit den Händen nehmen. Ich weiß gerade nicht. Ich soll es durchkneten stehen. Ich muss das kurz durchlesen. Da ist auch eine Ball, oder? Ja. Wo ist denn Deutsch? Weiß ich nicht. Nee, das ist nicht Deutsch. Abraum. Kannst du weiterlesen, Emmel? Ja. Also, es klappt schon irgendwie gut. Ich habe ja. Irgendwas musstest du, entweder musstest du es jetzt rausholen mit den Händen kneten, irgendwas war da dann ja, jetzt. Du musstest die Kügelchen mit dem Pulver mischen. Pulver? Welchen ja, Pulver? Ja, da stand da, musst du ein Pulver nehmen. Was ist das? Guck nochmal, lies nochmal. Hier, da hast du ein Pulver drin. Ah, ich glaube, das ist doch kein zweiter Schleim. Dann ruhe ich jetzt alles runter, weil ich habe kein zweiter. Das ist das Pulver hier. Nein. Oder das ist noch eins, ist das? Hä, das ist kein Pulver. Ich habe hier kein Pulver. Lies nochmal durch. Das ist Glitzer. Warte mal, Svenne. Erstmal soll sie nochmal lesen. Ich glaube, die Kamera kann ich kurz unterhalten. Ziehe an der Folie des Behälters mit den Duftkügelchen, löffle ein paar Kügelchen heraus und gebe sie, das hast du ja gemacht, okay. Geben sie das Kügelchenpulver in die Flasche mit dem Slime. Hat sie gemacht. Und rühren sie es mit dem Löffel unter. Hat sie gemacht. Verknete den Slime mit deinen Händen. Ja, und jetzt musst du mit deinen Händen kneten. Oh, das wird so in die Hose gehen. Halte den Slime in deiner Hand und lege ihn auf eine geschützte Oberfläche. Gebe nach und nach Einhornschimmer dazu. Einhornschimmer? Dann ist da... Naja, aber erstmal musst du ja machen. Erstmal musst du es rausholen mit den Händen kneten und dann musst du es auf eine Oberfläche tun. Das ist so eklig gerade. Die Frau hat das ja im Tutorial auch so gemacht. Das hat auch nicht geklappt. Sie hat es aber zu früh gemacht. Sie hat es nicht ruhen lassen. So. Tja, ich weiß ja nicht. Das ist echt gerade nicht so angenehm. Das fühlt sich an, da hätte ich Kleber an meinen Händen. Da ist noch mehr drin. Ich weiß. Ah, nee, direkt so. Wenn du schon richtig machst, dann richtig. Ja, wenn dann richtig. Nimm alles. Das ist echt gerade nicht sehr angenehm. Wieso hatte ich diese Idee? Dass ich... Oh, das ist gerade echt nicht. Wie lange muss ich das kneten? Steht das da? Nein, stand da nicht. Was muss ich danach machen? Dieses Unicorn-Pulver. Erstmal muss es. Muss ich nicht erstmal auf eine Oberfläche tun? Ja, ich muss auf eine Oberfläche tun. Meine Hand ist die Oberfläche. Na, aber sieht die so richtig aus? Ja, ich darf nicht so richtig aus. Mach ein bisschen Mehl rein. Mehl, genau. Natron. Kaisernatron. Nein. Was willst du jetzt dazu geben? Diese Pulver? Ja, das hier. Ja. Können wir mal aufmachen.
bitteschön. Bist du dir ganz sicher, Jenny? Ja, ich bin mir sicher. Mach aber nur wenig rein, weil ich muss ja noch ein bisschen... Oh, schön. Ja. Oh, das ist schön. Kann ich das haben? Nein, Evelyn. Zum Silvester mit Schminken. Ja, genau. Ja, genau. Das würde dann nützlicher sein, glaube ich. Oh, oh, oh. Das klebt an dir. Das klebt an dir. Das ist ein toller Lidschatten oder so. Ja. Also, die wollen die Augen hier jucken. Ja. Guck mal, es geht ja alles wieder runter. Alles in die Pupillen. Nee, die war nicht. Das ist gerade. War immer noch nicht fest. Wenn wir in den Kühlschrank tun. Wenn ihr das in den Kühlschrank. Das klappt nicht. Ja. Was ist dein nächster Schritt? Der nächste Schritt ist, dass. Nehmen Sie den Bodendeckel des Schlüsselanhängers heraus, bewahre den Slime in den Schlüsselanhänger und setze den Bodendeckel wieder ein. Und das war's. Dann muss man das da einsetzen. Nee, aber das muss ja erst Schleim werden. Tja, keine Ahnung. 7 Euro. Fail. Nicht nachkaufen. Was ist das hier? Das hätte man auch nehmen können. Das ist ein anderer Schleim. Keine Weiterempfehlung. Das ist der größte Müll. Wo, ich habe keinen gerade unter... Habt ihr irgendeinen Unterlag? Soll ich abgeben? Ja, warum? Also ich weiß nicht. Ist egal, du rauf. Okay. Gerade. Was ist das? Das ist Kleber und sowas. Und wie soll ich das von meinen Händen abbekommen, wenn ich das fragen darf? Ja. Tja, weiß ich nicht. Wie soll ich helfe dir, Jenner. Also, damit der ganze Schleim nicht verschwendet wird, das Schlechte hier. Das sieht auch nicht nach Joghurt, sondern eher nach falscher Chemie. Ja, Chemie. Tja. Was runter? Also. Vielleicht hätten wir den anderen Schleim alles zusammen machen müssen, was hier noch ist. Wir können ja gleich nochmal ausprobieren, aber ich nehme eine andere Schale. Vielleicht deine Finger auch? Vielleicht eine Schale von euer. Vielleicht hätten wir das alles zusammen mischen müssen. Nee, das glaube ich nicht. Das ist ja ein anderer Schleim. Okay. Das ist sogar kein Scheiß, das ist sogar. Voll was? Kannst du das mal aufmachen und gucken, was ML? Kannst du mal das aufmachen und gucken, ob da wirklich kein auf da ein Pulver oder so drin ist? Oder wenn das jetzt das Pulver ist, dann bin ich. Das ist flüssig. Okay, das andere. Wenn das auch flüssig ist, dann ist kein Pulver. Ich habe nämlich kein Pulver mehr. Auch flüssig? Haben wir irgendwo noch ein Tütchen? Ein Tütchen? Nee. Scheint beides flüssig zu sein. Nee, ist das gleiche. Vielleicht hätten wir alles Schleim machen benutzen müssen. Den ganzen Schleim benutzen müssen. Das ist schön. Ja, das ist. Neuer Versuch. So machen wir am besten, ja genau. Oh, der ist besser. Ja. Mit Erwachsenenhilfe. Ja. Das ist besser. Ja. Wir haben eine Schale jetzt genommen, weil das ist ja hier Spielerei. Tja. Ups. Ja. Also. So, jetzt muss man das 3 Minuten rühren. So, das ist das Witz, ja. Ich kann, also, ne, ich kann jetzt zusammen machen. Ich kann meine Arbeit nie wegnehmen. Aber sieht besser aus, ne? Ja, das sieht schöner. Sieht doch besser. Sieht wie Schleim aus. Es wird auch noch schon, das wird auch kein Schleim mehr. Ich wette, das ist doch jetzt schon fest geworden. Nein, das muss drei nicht so aus. Das muss, ja, das stimmt. Besser. Dann war noch ganz flüssig. Also es hat nichts gebracht. Vielleicht haben wir auch nicht richtig rausgequetscht. Wollen wir das reinmachen? Ja, okay. Wir probieren. Nur, mach erstmal das fertig. Dann kannst du danach nicht nachträglich machen. Oh nein, es wird wieder klebrig. Wieder alles von den Seiten abnehmen. Ja, kriegt wieder die gleiche Konsistenz wie eben. Aber es war... Lass es erstmal rühren. Warte, es muss doch erstmal... So 3 Minuten muss sie eigentlich rühren. 3 Minuten muss ich rühren. Hm. Wie lange rühre ich schon ungefähr?
Aber ist ja alles miteinander schon gut für Rich. Hätten drauf so lange, also 3 Minuten zwei rühren, aber so, also das steht darauf, dass bis alles gut miteinander vermischt ist. Das heißt, ist ja schon vermischt miteinander. Ja, okay. Also man muss jetzt warten dann. Okay, dann habe ich die Flüssigkeit schon fertig. Weil ich glaube, durch das Rühren passiert irgendwas und dann wird es flüssig. So, dann warten wir. Sie hat jetzt Spülmittel reingemacht. Mehl. Und Mehl. Und dann klappt's. Aber nur langsam. Okay. Und es riecht besser. Ja. Aber guck mal, es wird fest. Ja, ein bisschen, ne? Ja, es war. Das gibt ja gar mit jemand Unspülmittel. Ich riech da keinen. Das war immer noch ganz schön matschig. Ja, eben war es nicht so. Naja, du machst das schon. Noch mehr Mehl rein vielleicht. Hab nix. Jetzt. Ich hätte vorher Backpulver an meine Hände machen sollen oder Handschuhe anziehen sollen. Naja, mehr wird wohl nicht werden. Es wird. Also ein Fail. Ja. Hat jetzt noch ein bisschen mehr Mehl reingemacht und noch ein bisschen mehr Priel. Und dann ist das zumindest so weit, dass es aus der Tasse herauskommt. Ja. Guck. Ja. Das an sich ist ein Fail. Ja, aber man muss Spülmittel und Mehl haben. Ja. Machst du noch mehr rein, Oma? Spülmittel? Ja. Danke. Zu viel? Nein. Okay. Wird schon. Eine Schuhschwarze. Guck, der ist richtig gut. Nicht aufgeben, ne? So. So, warte. Geh ab. Und da. Wieder Mehl rein. Ja, wieder Mehl rein. Wir haben wieder Mehl reingemacht. Naja, du wirst das schon so weitermachen, bis die richtige Konsistenz kommt. Ja. In dem Mehl wird da wohl nicht rauskommen, denke ich mal. Wenn da was rauskommt, zeigen wir es. Ja. Aber ich glaube, das war's jetzt. Wir haben alles versucht. Und das war wohl ein Fail, würde ich mal so sagen. Naja, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Es klebt nicht mehr doll.